Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Together DayZ. Euer Gastgeber ist wie immer Oberst Leo und jetzt möchte ich euch mal die anderen Halunken vorstellen. Ganz links ist der Bounty Killer, in der Mitte mit dem grünen Hut ist natürlich der Gunshot und rechts der Full Equipte ist der Honey. Hallo Mädels. Heyo. Hi. Servus. Sehr schön. Wir haben uns gerade darüber entschlossen, oder besprochen wohl eher, dass wir Richtung Elektro und dann weiter nach Süden gehen. Elektro und dann noch weiter nach Wir schwimmen dann einfach. Nein, wir gehen dann natürlich weiter nach Westen. So. Zum Equip. Ich habe die Mosin. Ich habe eine richtig geile Mosin, hat mir Honey mitgebracht. Ist natürlich ein bisschen unzweckmäßig, dass der Sniper so ein orangenes Jäckchen trägt, aber das kriegen wir schon hin. Wollen wir? Können wir. Ja, dann genauso wie eben, ne? Nur Scheiße labern und ja. Guckt euch Schützenreihe Marsch. Ach Quatsch. Guckt euch mein Equip an, guckt euch die Munition an. Das hat doch schon mit der Kontakt. Geiler geht's gar nicht. Und ich habe in diesem Bag hier nochmal 5000 Schuss. Nee, schon gut. Pass mal auf, mein Freund. Und hat wurde jetzt eben gerade gesprungen. Was? Ah, schon gut. Ja, ist auch besser so. Ja, wie gesagt, wir müssen für dich auf jeden Fall noch Stiefel finden, Bounty, ne? Du hast nasse Schüchchen mit Söckchen und so. Ja, holst du dir noch einen Schnupf? Ja, und das wollen wir natürlich nicht. So, bei mir im ist jetzt nur noch Hydrated angezeigt, ne? Das andere nicht mehr. Energized, ja, dann musst du halt bei Gelegenheit nochmal was essen. Eck. So, das kriegen wir hin. Das machen wir beim Brunnen hinten. Dann können wir nochmal alle unsere Fläschchen auffüllen und dann... Ich würde gerne ein... Geht eigentlich das mit dem Lagerfeuer mittlerweile? Also Holz gibt's, Streichhölzer auch. Lagerfeuer. Ich hab's nicht probiert. Ich auch noch nicht. Ich lasse diese Holzdinger meistens auch immer liegen. Wollen wir hier mal ein Streichholz reinwerfen? Nein. Nicht? Okay. Verhalten bei Feindkontakt, also sprich anderen Spielern. Schießen. Okay. Außer sie haben keine Waffe. Ja, ja, wenn man sieht, dass die da irgendwie bloß mit einer Axt rumlaschen, dann ansprechen. Wenn sie natürlich weiter mit erhobener Axt auf einen zurennen, abknallen. Okay. Und alles andere, was bloß ein T-Shirt anhat oder so. Ja, keine Ahnung. Bisschen verarschen, aber ansonsten laufen lassen. Ah, das wird auf jeden Fall lustig. Oh, bleib mal kurz stehen. Nur kurz hinlegen. Nee, kein Zombie. Ich will kurz meine Assault-Dings da. Cannot be used to mend. Ich kann meine Weste nicht damit reparieren. Das finde ich schon wieder total für den Arsch. Okay, dann können wir weiter. Ich dachte, ich kann meine Weste ein bisschen flicken mit dem Nähzeug. Wenn jemand weiß, wie man die Dinger repariert, zum Beispiel auch Jacken und so weiter, einfach mal ab in die Comments. Ich habe es nämlich noch nicht rausgefunden und auch in Foren noch nicht so ganz erlesen. Und natürlich einer der wichtigsten Tagespunkte, die uns hier gerade beschäftigen bei DayZ. Unser Erkennungszeichen Barett oder Cowboyhut. Darüber bitte auch in die Comments. Ja. Verewigt euch da. Finden wir allerdings schon vorher irgendwas, was alle vier tragen können, ist das scheißegal, was ihr in die Comments schreibt. Irgendwann sagen sie ja hier, alle vier bitte mit Amerika-Maske. Ja, ja. Genau. Nein. Das ist schon den ganzen Tag hier so übelst bewölkt, ne? Ja gut, der Server-Restart war vor anderthalb Stunden. Den ganzen Tag. Also. Ja, nicht den ganzen Tag. Ich hatte den meisten Sonnenschein heute, glaube ich. Ja, du warst doch ganz woanders. Ja, er hat die unendlichen Weiten ergründet, also quasi Ende der Map und so. Ja, das Ende der Map gesehen und wie jeder weiß, ungefähr geht es dann nachher noch 11 Kilometer weiter. Er musste unbedingt sämtliche Grenzen testen. Vor allem wie jeder weiß, ne? Das hast du dir bloß auch gerade erst angelesen. Psst, das darfst du doch nicht sagen. Das darf ich. Nur weil ich schwarz bin. Ich hab es schon wieder gesagt. Aber Sprühkanone ist immer noch besser. Die Klappe. Jeder ist die Sprühflasche halt, ne? Und so. Ja, ja, ja. Vielleicht kann man, hat noch keiner ausprobiert, ob man die nicht verwenden kann, ne? Ich hab's bei Honey versucht, guck dir an, was jetzt mit ihm passiert ist.
immer sehr schwarz, ja, oder was? Ich war vorher Chinese. Ja, stimmt, er war vorher Chinese. Aber warum ist er auf einmal so groß geworden? Das kann sich keiner erklären. Ja. Das sind die Boots. Er hat die alten Buffalos gefunden von den 90ern. Ich möchte auch einen Military Rucksack haben, Alter. Ich bin der Einzige, der keinen Military Rucksack hat. Ich bin froh, dass er nicht pink ist. Da ist wer! Oder violett. Zombie voraus. Ja, erkannt. Oder violett. Wie sie beide mit der Axt drauf wollten. Jetzt weiß wieder jeder, dass wir in der Nähe sind. Du, ich habe über 300 Schuss, die nur darauf warten, durch irgendwelche Oberkörper gejagt zu werden. Ich, ja, aber ich jetzt mal ehrlich, vorhin, wo du geschossen hast, habe ich deinen Schuss zum Beispiel gar nicht gehört. Ja, ich habe einen Schalldämpfer drauf. Wenn du auch nur ein bisschen weiter weg von mir stehst, dann hörst du das nicht. Ja, guck dem Bro, sie keine Sorgen machen hier. Aber wenn einer in der Nähe war? Dann dürft ihr nicht. Nicht so wie Hanni gestern. Wir wissen nicht, ob jemand in der Nähe ist und er haut mit der Schrotflinte erstmal einen Zombie um, Alter. Das hörst du über die komplette Map. BAM! Ich hab mich so erschrocken. Ich bin erschrickt. So. So, falls ihr euch fragt, wo wir sind wieder etwas östlich von Berenzino. Wie heißt dieses wunderschöne Nest mal? Was? Das Nest, wo wir gerade rein. Lambermüll. Lambermüll. Genau das ist es. Scout ist hinter der Wand verschwunden. Das ist ein Zombie. Ich glaube, mit einem Scharfschützengewehr. Alter! Geht's noch? Du hast übrigens keinen Schalldämpfer drauf. Na, ehrlich? Wer hat denn jetzt schon wieder geschossen? Das war, ne? Der Honig hier. Der Honig? Der Honey. Könnte mich auch bald Horny nennen. Horny! Das passt aber auch, oder? Kein Kommentar. Kein Wie planlos ihr da hin und her rennt, ey, das ist wirklich. Hier ist schon offen, brauchst nicht reingucken. Genau. Hörst du? Ich hab die Umgehungslage hier. Es ist horch halt, warte. Ich halte. Horch halt. Ich höre, warte. Ich muss auf den Schienen hören. Ich höre drei Personen wegrennen. Richtung Elektro. Der eine trägt definitiv eine orangene Jacke. Das konnte ich direkt raushören. Wo? Rechts gerade im Busch rein. Was ist da? Ich sehe niemanden. Nur eine Entfernung. Bei den ersten grünen Baum hier vorne. Erkannt. Großen. Aber kein ohne Feind Aufklärung. So, wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Um euch nicht den ganzen Weg aufzubürden, werde ich hier mal einen kleinen Break machen und wir sehen uns gleich wieder. Ich habe hier einen ausgemacht auf der Baustelle, habe auch drauf geschossen. Ich bin mir jetzt allerdings nicht sicher, ob ich ihn auch gekillt habe. Erstmal Nahsicherung machen.
Was für ein Schuss war denn das? Das war ein Mosin-Schuss. Das war ein Mosin-Schuss, das war ein einzelner, ja. Hat er dich getroffen? Ja, seine Waffe getroffen oder irgend sowas. Ich also hab das, hörte sich an, als wenn so eine Dose eingeschlagen wäre oder ja, sowas. Ja, so metallisch geknallt hat sie jedenfalls, das habe ich gehört, ja. Ja, eine Axt war es nicht, geschlagen hat keiner. Das war definitiv ein Schuss. Ein Querschläger. Hanni, alles klar bei dir? Mhm. Also ich kann ihn nicht mehr aufklären. Es wäre möglich, dass ich ihn getroffen habe, aber nicht zwingend notwendig. Vielleicht ist er einfach schlau genug und hat sich verpisst. Welchen Kran meint ihr denn, Alter? Ich sehe der gelbe Baukran hier. Bei der Baustelle da hinten. Die Richtung. So weit, meinst du? Und so weit hat er geschossen. Ja, natürlich. Mit Long Range Scope geht das, ja. Okay. Nochmal einen Positionswechsel. Null. Positionswechsel hat sich eher verschlechtert. Ja, man sieht dann kaum noch was. Ich habe das auch gerade festgestellt. Ja, würde ich sagen, überprüfen wir das Ganze, hä? Jo. Schauen wir mal hin. Aber wir würden aber jetzt nicht direkt drauf zugehen, oder? Und wir nehmen die Deckung der Büsche und Bäume hier vorne. Also aufpassen, wenn er hier irgendwo direkt vor uns... Also alles, was wir jetzt an Spielern sehen, ist Feind. Soll er rumheulen, wir sollten am besten zwei Rücken vor und zwei sichern, oder wie? Ich sicher schon. Sag, wenn ihr die nächste Pose erreicht habt. Ich bin jetzt an der ersten Buschgruppe. Hab noch einen Blick ins Bürogebäude. Okay. Ist aber nicht zu sehen. Gut, dann das weiter. Also ich bin schon über den Schienen. Ja, ich renne auch gerade über die Schienen. Schienen. Ich finde diese Jacke so totengeil. Er verschwindet fast komplett im Busch, aber die rote Jacke kommt raus. Auch ein bisschen die Augen nach links und rechts halten, ne? Mhm. Ja, ich sichere schon nach links der Schienen, also... Richtung, was ist das Osten? Gut. Weiter? Ja, ich bin schon weiter. Ich bin schon vorne an der Straße. Ortseingangsschild. Also wenn ich ihn getroffen habe, dann... Das ist geil. Was ist... Das war ich gerade, sorry. Überprüft mal den Kran. Ne, auf dem Kran ist keiner. Er wird da bestimmt jetzt nicht nur rumhocken. Wer weiß. Wenn er tot ist, dann. Vielleicht haben wir Glück und er war full equipped. Ich weiß nicht, wie sie das. Muss auf jeden Fall entweder Long Range Scope gehabt haben oder sowas, weil von da hinten uns hier zu sehen, das ist schon ziemlich schwierig. Ja, SKS ist nicht möglich. Jetzt mal einen Moment, ich glaube, die ist bei mir. Seid ihr jetzt zwischen Apfelbäume durch oder was? Mhm. Ich bin jetzt in den Apfelbaumfeld. Vorne, ja. Ich werde gleich von hinten an die Baustelle rangehen. Ich gehe also ein bisschen weiter. Ja, ich habe keine Aufklärung, ich kann aber erstmal bleiben, dann kann ich erstmal die ganze zum Meer gewandte Seite überwachen. Und Eingang Kran und so. Ich hüpfe nochmal ein Stück vor. So.
Also letzte Position, wo ich ihn gesehen habe, war weiter Stock bei der Treppe ungefähr, ein bisschen weiter rein. Da war er und dann habe ich auf ihn geschossen. Ihr habt alle Zielfernrohr, ne? Ich habe nur Rotpunktvisier. Hätte ich mal lieber vorlaufen sollen, weil Bunny hat aber bestimmt auch ein Zielfernrohr, oder? Ich habe nur Rotpunktvisier. Geht ja nicht mit dir, Matthias. Achso, ich habe verstanden. Ach, Honey hast du gesagt, alles klar. Ja. So ein Glück, dass wir aufnehmen. So ein Glück, schneide ich gleich. Alles ist, mache ich dann. Wie weit bist du jetzt? Ich bin, hier gehen so eine kleine Wege weg, ne? Ich bin direkt am Weg am Baum. Bist du alleine oder ist wer bei dir? Ich, warte. Allein. Hättest du jemanden mitnehmen können? Alles gut. Was ist das da? Okay, das ist keiner, der sich bewegt. Okay, ihr habt ja Blick drauf, ja? Ich blicke auf die zum Meer hingewandte Seite. Habe ich vollen Blick drauf. Okay. Ich werde jetzt mal auf der Wiese direkt gehen. Beobachtet mal weiter das Umfeld. Also direkt von unserer Seite zur Wiese oder was? Oder auf der anderen Seite? Ich bewege mich gerade frontal auf das, auf die Baustelle zu. Bei so ein paar Büschen. Seht ihr mich nicht? Ne. Doch, da rechts, da rennt. Jetzt seh ich dich. Da hinten rennt jemand. Oh. Das könnte ich sein. Hani ist das. Hani ist bei der Baumgruppe rechts und ich bin links bei den Büschen. Okay, ja, ich weiß, wo du bist. Und wenn Hani ist rechts von dir, ne? Ja. Gut, dann weiß ich Bescheid. Wo bist du? Also ich bin noch hier in den Apfelbäumen. Achso, du bist genau neben mir. Ich gucke das klar. Immer noch ohne. Oh, ich sehe auch noch nichts. Ich laufe mit dir. Ich habe jetzt gleich keine Deckung mehr auf der linken Seite. Dann geh direkt ans Gebäude ran, wenn du kannst. Ja, ich versuche jetzt gleich den Baum zu nutzen. Der hier vor mir kommt. Dann liegst du links von mir. Ich liege rechts von dir. Dann leg dich mal links von mir hin und beobachte mal ein bisschen Richtung Süden. Also, dass hier nicht irgendwie ein neuer Player dann auftaucht und uns hier irgendwie umhaut. Meinst du, ich soll nach hinten in den Baum, ins Apfelbaumfeld reingucken oder was? Du sollst ein bisschen nach links beobachten, mehr nicht. Okay. So, ich bin jetzt direkt am Gebäude ran, beim Gaskanister, bei dem großen. Bei dem weißen, ich sehe das, ja. Bin rechts von dir. Ah ne, dich sehe ich nicht. Doch, jetzt sehe ich dich, du gehst gerade rein. Okay, ich behalte den ersten Stock erstmal im Auge. Aber ich habe keine Bewegung, gar nichts. Ich sichere erstmal den unteren Bereich. Wer ist das? Hani. Okay. Ja, safe, ich gehe auch rein. Geh zur Rückseite. Ich bin jetzt hinten raus. Ja, da bist du, ich hab dich gesehen. Ich komm rein. Jo. Geh wieder links. Ich bin im Mittelraum. Seid ihr neu Erdgeschoss? Ja. Immer noch, ich bin gerade bei den Klos. Ist nichts hier. Wow. So, dann würde ich sagen, einmal upstairs. Erdgeschoss ist soweit clean. Gut. Welche Treppe nehmt ihr? Ich sag's ja gleich. Ja, die Treppe zur euch gewandten Seite. Also die komplett zugemauert ist, ja? Okay. Gehst du weiter? Mhm. Ey, ihr seid die offene Treppe hochgekommen, ne? Ja. Ja, gut, ich dachte, ihr werdet die andere hochgegangen. Ich stehe kurz auf. Jo. Ja, ich sehe dich.
Ich komme von der anderen Seite. Und nicht erschrecken, ey. Falls du hier noch bist. Ich gehe gerade auf der rechten Seite hoch. Okay. Ich komme jetzt gerade raus. Da liegt ein violetter Rucksack. Guck mal, ob da was drin ist. Nein, ist leer. Ist er gespawnt. Oben soweit safe? Oben soweit safe. Eins drüber, komplett oben auf dem Dach gucke ich jetzt hoch. Aber keine Leiche, ne? Im zweiten Stock? Nein. Dann ist er abgehauen. Spieler. Wo ist Spieler? Oben auf dem Dach. Hat er dich getroffen? Nee. Ist er tot? Ja. Jawohl. Musi. Oh, war klar. Jetzt halt zum Rucksack. Danke. Bringst du mir den Mund mit? Warte mal, der hört uns. So, mein Freund. Wenn du auf uns schießt, musst du auch damit rechnen, dass du bezahlen musst. Ne? Ich hoffe, Dennis, du hast Spaß am Spiel. So. Oh, geil. Du machst den auch leer gerade, ne? GZ, ne? Ich schnapp mir nur... Was hat der denn hier? Weapon Flashlight. Oh, guck mal hier, für die... Oh, Rewind. Ist alles kaputt. Kannst so gut wie nichts mehr. Alles aus dem Rucksack kannst du rausschmeißen eigentlich. Ja. Ja, wie mache ich denn das jetzt? Der nimmt das nicht raus. Ach doch, so. Wir kommen jetzt hinterher. Jo, ich muss mal kurz meinen Rucksack austauschen. Was ist so Quatsch? Das will ich ja alles gar nicht. Was hat er an Munition dabei? Ruinierte Munition. Oh nein, scheiße. Ja, das dadurch, dass wir... Was er hatte, ist in der Mosin selber noch ein bisschen was. Na ja, gut. Wir kommen hoch. Direkt. Es ist cool, dass ihr denn Mahas warst du... Mahas sag ich schon. Gunshot, warst du schon dabei, als er erschossen wurde? Ja, naja, ich hab... ihn noch die Schüsse abgeben sehen. Und dann war Ende. Also ich weiß nicht, wie viel ich davon drauf habe, weil ich mich erstmal... Ich war die Treppe noch am Weg nach oben. Ich habe mich erstmal erschrocken, dass jemand geschossen hat. Und dann habe ich bloß gesehen, wie Honey da ein paar Salven verteilt hat. Ich hab mich gesehen. Der lag hier, zusammengekauert in der Ecke. Mhm. Ich dachte nur, Alter, da liegt ein Rucksack. Oder ich dachte, der ist vielleicht tot oder sonst irgendwas. Ja, aber dann hat er plötzlich sich bewegt. Und ja, musste dann Magnum sprechen. Ist es denn alles bei dem ruiniert, Alter? Weil wir ihn getötet haben. Das, was da jetzt liegt, ist übrigens meins, ne? Das habe ich bloß eben wechseln müssen. Wie war's, die Klamotten? Die Spring Hunter Pants, oder was? Die Pants sind in Ordnung. Die sind pristine. Daniel, wie sehen deine aus? Ah. Welche, was denn? Die Spring Hunter Pants ist eine Hose. Sehen deine Ruine, Klamotten aus? Das waren deine alten. Naja, dann nimm die hier. Braucht jemand einen PU-Scope? Nein. Oh, Stiefel. Hat er Stiefel? Ja, Working Boots steht da. Sind die noch ordentlich? Nein, die sind damaged. Damaged. Warte mal, kann ich die reparieren? Warte mal kurz. Ich nehme so meist dir mal deine Munition hier raus, die gute. Ging nicht. Also es sind nur 4 Schuss halt. Die Mosin hat keine Munition mehr von dem, ne? Nein, die habe ich rausgenommen, die liegt hier. Oh cool. Also hier müssen gleich
4 Schuss irgendwo auftauchen. So. An dieser Stelle möchte ich sagen, gut gemacht, Jungs. Gut gemacht. 2 Sekunden auf K. Jo. 1, 2. Ja, ne? Haben wir einen Sniper gekillt, einen Spawn-Sniper, sehr schön. Dann würde ich sagen, da sehen wir uns gleich bei der nächsten Session. Genau. Bis gleich. Keiner. Hier geht's ja ab jetzt, Alter. Ich würde gerne irgendwie versuchen, dich zu entfesseln. Hello. Aber irgendwie stop. Ich. Stop. Stand still. Noch einer. Who are you? Du musst mit dich kurz gedulden, bitte. Sprichst du Deutsch? Wo bist du? Von ihm? Leo. Sniper? Loote den bitte weiter, Honey. Da ist alles nur noch Grütze drin jetzt. Ist ja egal, die Waffe und warte so. Warte mal, Dinge. Kurz ruhig. Wie bitte? Wie bitte? Du bist der von eben, der da auf uns geschossen hat. Hast du Handschellen oder irgendwelche Schlüssel dafür? Du Schlüssel für Handschellen hast. Jetzt habe ich ihm das Rope weggenommen. Wir haben eben gerade einen unten, den hast du wohl gefesselt angeblich. Das war der andere, den wir danach erschossen haben. Okay. Na gut, dann kannst du mit dem Loot hier anfangen, was du willst, ist ja eh alles im Arsch. Bis dann. Ja, ich habe jetzt gerade versucht, dich auf 5000 Arten irgendwie zu entfesseln, aber ich krieg das gerade nicht hin. Ohne Schlüssel wird das wohl nichts. Ja. Ich hätte mich mal für die Munition bedanken wollen. Ich gebe dir mal einen Tipp. Minimier mal dein Spiel oder was? Und google mal eben entfesseln bei Daisy, ob da irgendwas steht, ob man das auch ohne Schlüssel machen kann. Weil ich werde jetzt garantiert nicht auf den Desktop wechseln. Du hast ja eh nichts zu verlieren, außer dass du hier doof rumrennst. Daniel, wo bist denn du? Ja, also ich bin irgendwie ja, umgeben okay, von alles Bäumen, klar. Ein bisschen ja, erstmal Daniel, dann. Liegen Gebirge, ja, ich google mal nach. Keine Ahnung und. Jo, guck mal nach. Tut mir leid, dass aber ich dir helfen konnte. Nicht, bitte. Nee, alles gut, du hast uns ja noch nichts getan, ne? Dann renn den Straßen, der Straße weiter. Jo, danke. Oben. Jo. Da stand was von wegen 3 Kilometer zu MCTV oder so. Hoste! MCTV? Tschö. Wo ist der denn, Alter? MCTV. Warte, ich weiß wo. Warte mal. Ich loot ihn mal kurz an. MCTV. Ich hab auch jetzt nur irgendwie so eine schwule orange Jacke an. Hast du was gegen orange Jacke? Nein, nur damit man mich sieht. MCTV oder MCTA? Ja, du bist gut. Soll das am Ende da irgendwie so ein A darstellen? Weil ich glaube, du bist, wenn ich das richtig sehe, in MCTA. Das ist bei Stuff Neue. Muss man eben kurz neu joinen hier. Ich habe hier übelste Probleme gerade. Jo. Ja, er ist hier MCTA. Er ist im Landesinneren. Ich habe gedacht, da kann man gar nicht spawnen. Ich glaube, ich habe den Server gar nicht mehr gerade. Es sind nur vier Buchstaben bei dir, ja? Ja. Ich muss aber nochmal die Straße finden, wo ich da hin muss, weil da bin ich vorhin dran vorbeigelaufen. Ja, nach MCTA musst du nicht rennen, dann rennst du ins Landesinnere. Warte mal, irgendwas stimmt auch nicht, weil ich laufe hier einfach durch die Gegend und bin dann nach ein paar Metern wieder an der gleichen Stelle. Ja, dann kann sein, dass der Server gerade rumspackt. Ja, bei mir auch, ich komme auch gerade nicht rauf. Okay, ich mache jetzt folgendes. Ich schulter gleich meine Waffe. Und, ich nehme die andere Waffe auf. Warte auf Horst. Ja, geht nicht. Ich kann meine Waffe nicht wegpacken.
Der Server crasht gerade, wie es scheint. Jetzt ging's wieder. Ja. Yep. Bin auch wieder da. Ich bin die ganze Zeit schon hier. Lol. Was? Direkt vor uns ist jemand. Das bin ich, das bin ich. Oh Gott. Wieso sitze ich da und stehe hier? Meine Damen und Herren, ihr seid genauso erschrocken wie mein Zwillingsbruder. Mit der gleichen Waffe, gleichen Ausrüstung. Oh, jetzt ist er weg. Das Scheiße. Ja, Bounty Killer ist irgendwie weggebuggt, ist tot und jetzt liegt er hier. Jetzt müssen wir es mal gucken. Jetzt habe ich meine Impia 1 weggeschmissen. Also bis gleich. Das war aber leck, Liebe. Jemand muss mal von dem. Warte mal, ich nehme jetzt die Waffe von ihm. So, werde jetzt hier hingehen. Das ist aber uncool, dass gerade du die Waffe nimmst. Schmeiße die hier weg. Geh weg da. Alter, Leute. Was denn? Was denn? Warte. Ich muss den so looten hier. So, meine M4A1 wieder nehmen. Wo hast du die? Ach, hier. So. Ja, ich hab's jetzt. Kannst du mit dem M4 jetzt noch schießen, oder? Nein. Ja, das aber ist. Ich hab bloß die Waffe cool genommen, damit er wenigstens eine Waffe hat gleich. Ja, dann gib mir die Waffe. Weil, wenn wir jetzt drei Scharfschützen haben und wir kommen in Nahkampf, das ist richtig uncool. Ja, okay. Gut, jetzt hier, glaube ich, an irgendeinem Funkturm oder so. Hier, ich schmeiß sie dir raus. Funkturm oder sind das so eine Silos? Ich kenne nur einen Funkturm und der also ist das wirklich ist im Landesinnere. Wie kann ich weißer die... Turm. Der liegt da gleich, da liegt sie. Ja, nee, wie kann ich die aufnehmen? F, einfach nur drüber und F drücken. Mit dem Punkt genau drüber gehen und F. Da muss auch nichts stehen, einfach nur F drücken. Genau. Jetzt alles. So, hat er sonst irgendwas, was ich retten will? Der Großteil war ziemlich hinüber halt. Ja, ansonsten ist eigentlich alles für den Arsch. Okay, die Munition. Lass mich doch mit meiner Jacke zufrieden. Was? Hinter uns ist einer tot umgefallen. War das. Das wäre der von oben. Hat er eine Kopflampe? Vielleicht sollten wir mal über einen Serverwechsel nachdenken. Wenn die Leute da schon alle so runterbacken, Alter. Hat er irgendwas? Er hat ein grünes T-Shirt. Oh. Wollen wir das mal was? Alles andere von Daniel ist durch. Warte mal. Ich kann nicht mehr looten. Warum kann ich nicht mehr looten? Och, was ist denn das hier? So. Gut. Nachdem wir jetzt den mysteriösen Faktor erlebt haben, werde ich auch erstmal wieder einen Cut machen, bis wir merken, dass es hier wieder normal zugeht. Also bis gleich.